Hallo zukünftige Audio-Experten. Den Bändchen-Hochtöner Q-Sense habe ich euch bereits in Folge 1 erklärt. Dieses Mal geht es um den Hochtöner Recom. Seit Jahrzehnten ist der sogenannte Kalotten-Hochtöner der mit Abstand am häufigsten verwendete Hochtöner. Sein Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr gut und er kann so entwickelt werden, dass er auch höchsten Anforderungen an die Soundqualität standhalten kann. Dann wird er allerdings auch teuer. Leider hat die Kalotte auch Nachteile. Zum einen ist die bewegte Masse recht hoch, zum anderen bricht die Membran in Partialschwingungen auf, wo die Spitze der Kalotte nicht mehr gleichförmig mit dem Rest der Membran schwingt. Der Recom-Strahler umgeht diese Probleme, indem er nicht eine Membran als Ganzes bewegt, sondern eine ringförmige Membran verbiegt. Partialschwingungen werden so weit in den unhörbaren Bereich verschoben und die bewegte Masse ist geringer. So folgt der Ringstrahler dank geringer Massenträgheit extrem dynamisch und genau dem Eingangssignal. Dadurch schafft der Recom eine fantastische Frequenzganglinearität und sehr niedrige Verzerrungen. Außerdem wird durch die biegeweiche Membran das Ausschwingverhalten eines solchen Ringstrahlers ohne besonderen Aufwand annähernd perfekt. Der Musikhörer profitiert von diesen Eigenschaften in Form einer besonders natürlichen und extrem dynamischen Höhenwiedergabe. Und das Allerbeste daran: Trotz der echten High-End-Performance kostet der Recom Sigma zum Beispiel nicht mehr als ein guter Kalottenhochtöner und kann daher sogar in unserer preiswerten Signum-Serie eingesetzt werden. Jetzt wisst ihr auch, was der Ringstrahler Recom alles kann. Falls ihr die Folge vom Bändchenhochtöner Q-Sense verpasst habt, dann schaut es euch jetzt an.